Hallo liebe Kinder, heute ist Freitag und was liegt am Freitag an? Ganz genau, Fußball Kindergarten. Heute mit ganz vielen neuen verschiedenen Übungen. Ich habe wieder den Marco mitgebracht, den Kindergartenmaestro. Und wir fangen heute an, wie immer, mit einer ganz spannenden Aufwärmübung. Was ihr dazu braucht, sind wie immer ein paar Toilettenpapierrollen. Dann brauchen wir ein paar kleine Gegenstände. Wir haben also ein paar kleine Magnetsteinchen genommen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel irgendwelche Dinge von Lego oder von Playmobil oder vielleicht sogar kleine Geldmünzen nehmen. Das ist euch überlassen. Ja, wichtig ist nur, dass wir zwei verschiedene Farben haben. Wir haben jetzt blau und weiß. Und ihr könnt zum Beispiel mit Geldmünzen spielen und sagen, ihr nehmt rote und goldene Münzen. Ja? Genau, was ihr nehmt, ist eigentlich total egal. Dann beginnen wir mal das Spielchen. Das Spiel, das wir spielen, heißt Schatzsuche. Okay? Jede Toilettenpapierrolle ist eine kleine Schatztruhe. Und in dieser Truhe ist was drin? Natürlich der Schatz. Okay? So, wir haben aber weißen und blauen Schatz. Okay? Der Marco wird jetzt gleich mal alle Steinchen irgendwo in diese Schatztruhen verstecken. Ich drehe mich dabei um und darf es nicht sehen. Okay? Und wenn er dann sagt, auf die Plätze, fertig, los, versuche ich, den angesagten Schatz zu finden. Das heißt, er wird gleich sagen, blau oder weiß. Und dann darf ich natürlich nur den blauen oder den weißen Schatz einsammeln. Indem ich einmal hindribbel zu der Klorolle, den Ball aufhalte, das ist mein Rettungsboot. Dann schaue ich in die Schatztruhe rein und wenn ich dann die entsprechende Farbe finde, darf ich sie in meine Hand nehmen, gut festhalten und weiterflitzen. Das Ding ist, ihr habt gleich für den ersten Durchgang nur 20 Sekunden Zeit, alle 8 Toilettenpapierrollen abzulaufen, den Schatz einzusammeln oder auch nicht. Wenn es nicht die Farbe ist, darunter, die gesucht ist, müsst ihr es liegen lassen und die Klorolle wieder auf den Gegenstand draufstellen, dass es nicht umfällt. Alles klar? Ein bisschen wie Memory, aber ich weiß, da seid ihr sowieso die Experten. Alles klar. Vielleicht können euch eure Mamis oder die Papis kurz helfen. Während ihr euch umdreht, können die Eltern eigentlich den Schatz verstecken. Ich, genau. Ich drehe mich jetzt mal um, schau mich hin. Verstecken. So, natürlich darf man auch zwei Farben unter eine Klorolle reinschmeißen. Wichtig ist nur die angesagte Farbe, dass wir die sammeln. So, Marco, wie sieht's aus? Alles versteckt. Und du kannst auf Schatzsuche gehen, fertig. Okay, du zählst 20 Sekunden. Ich zähle 20 Sekunden laut für alle mit. Ab. Jetzt 20 Sekunden. Hopp. Okay. 20, 19, 18, 17, 16. Wow. 15. Ersten hat er schon. Wow. 14, 13, 12. Da sind zwei. 11. 10. Oh Mann, nochmal einer. 9, 8, 7. Wo war ich denn jetzt schon? 6. Ich glaube, ich habe schon alle. 5, 4. Oh nein. 3. Ich habe alle gefunden. 2, 1, 0. Super, fertig. Alles geschafft. Kinder, wie schaut es bei euch aus? Ich habe 5 Steinchen gefunden. Wie viele blaue Steinchen hattest du versteckt? 5. Wow. Okay, alles geschafft. Wir gucken nochmal durch. Aber es dürfte eigentlich alles passen, dass du alle blauen aufgeräumt hast. Das heißt, es sind entweder nur noch weiße oder gar keins mehr. Sehr gut, genau. Ferdi hat alle aufgeräumt, alle 5 Steine gefunden. Yeah. Damit geht die erste Runde an dich, Ferdi. Alles klar. Gut, dann baust du wieder neu auf. Oder du. Oder ich baue neu auf. Du willst auch spielen? Mamis und Papis dürfen natürlich auch mitspielen. So, der Ferdi versteckt jetzt nochmal die Steine und gibt mir dann die Aufgabe, was ich zu suchen habe. Aber du musst dich umdrehen. Oh ja. Umdrehen nicht vergessen. Streckt er sie gut? Darf ich gucken, Teddy? Jetzt darfst du gucken. Gut. Muss ich bei den Klorollen irgendwas machen oder nur hochheben? Nein, du musst sie nur hochheben. Gut. Okay, alles klar. Auf die Plätze, fertig, los. 20, 19, 18. Einen habe ich schon. 17, der fährt ja dann 16, versteckt.
15, 14, 13, 12, 11, nein, gemein. 10, 2, 9, verrückter Typ. 8, und 7, ich hab's gleich geschafft. 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay, die Zeit ist leider vorbei, aber... 6 Stück habe ich. 6 Stück, richtig. Hast du alle gefunden? Alle Weißen müssen jetzt weg sein. Hier ist keins. Also manche Schatztruhen waren gar nicht befüllt, fertig. Hier ist keins, ja, das kann auch sein, manche Schätze sind halt einfach kleiner als andere. Vielleicht war auch einmal der Pirat krank, das weiß man ja alles nicht. So, hier ist ja auch keiner. Und hier ist ein blauer und hier ist, aha, da ist die Schatztruhe gar nicht richtig zu, es gibt einen Abzug. Und okay, nee, alle 6 gefunden. Super, Marco. Gut gemacht. Danke. Weltklasse. Okay, so, wir spielen eine kleine Variante zu dieser Schatzsuche. Als erstes nehmen wir mal wieder den ganzen Schatz raus. Erzähl du weiter, fertig ist damit. Okay. Als erstes nehmen wir mal den ganzen Schatz wieder aus der Truhe raus. So, gleich wird der Marco den Schatz wieder auf die Klorollen aufteilen, egal ob jetzt 2 oder 3 oder gar keiner in der Schatztruhe drin ist, das spielt keine Rolle, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die Variante ist jetzt, wir tauschen die Farben. Das heißt, weiß ist jetzt nicht mehr weiß, sondern weiß ist rot. Und blau ist nicht mehr blau, sondern blau ist jetzt grün. Okay, gut merken. Blau ist grün, weiß ist rot. Und wir verstecken den Schatz und dann kann es losgehen. Blau ist grün, weiß ist rot und alles klar. Ich schau weg. Ferdi, ich habe noch den Schwierigkeitsgrad nochmal erhöht, weil wir haben jetzt nur 15 Sekunden Zeit. Okay, okay. 15 Sekunden. Du schaust weg, ich verstecke und schnell verstecken, alle Augen zu machen. Blau ist grün und weiß ist rot. So, Ferdi, bereit, 15 Sekunden, du musst die roten Münzen einsammeln. Okay, die roten, oh Gott, alles klar. Beine. Gut. Ich zähle, 15. Okay. Geht schon los. 14. Da ist der erste. 13. Nein. 12. Nein. 11. Wow, zwei. Welche Farbe rot ist, sehr gut. 10. Waren es beide? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und er hat es gerade noch geschafft in der letzten Sekunde. Aber 6 Stück? Die sind nicht rot. Die sind weiß. Aber wir haben gesagt, die Weißen sind die Roten. Gell? Die Weißen sind die Roten. Sehr gut. Also habe ich schauen mal, ob er alle gesammelt hat. Aber es schaut echt gut aus. Schaut gut aus. Okay. Schaut gut aus. Bravo, Ferdinand. Ja? Hier noch, hier noch, hier noch. Auch leer oder blau. Und hier, und hier, und hier blau. Alles klar. Marco, du bist dran. Ich darf auch nochmal. Hier ist dein Ball. Ich verstecke den Schatz. Ab jetzt, okay. Ab jetzt. Wir drehen uns um, wir schauen weg. Verstecke ich den Schatz. Schatz wird versteckt. Moment. Sie gut. Er versteckt wieder 3 gleichzeitig irgendwo. Nein. Oder? Darf ich gucken, Ferdi? Nein, du darfst nicht gucken. Du darfst nicht gucken. Jetzt? Nein. Ich sehe dich im Spiegel, ist das schlimm? Nein. Jetzt dauert es aber ganz schön lang. So, okay. Okay, Marco, pass auf, die Farbe, die wir suchen, ist grün. Oh je. 15 Sekunden Zeit für dich und los geht's. Oh, nichts. Auch nichts. Ich suche grüne Steine. 7, 6, 5, ich laut erzählen, dass ich abfühle. 4, 3, 2, 1. Ich habe alle gefunden. Okay, alles klar. Gerade noch so geschafft. Okay. Sicher, ich habe alles abgegrast. Ja, ich glaube schon. Es sei denn, hier liegt jetzt irgendwo noch ein
grüner bzw. ein blauer. Ausgefuchst. Liegt hier nicht rum. Okay, alles blitzeblank. Der Marco hat alle erwischt. Sehr gut. Alles klar. Sehr gut. Gut? Ja, finde ich auch. Dann, liebe Kinder, haben wir natürlich noch eine dritte Variante für euch. Okay, Kinder. Für die dritte Variante haben wir jetzt 30 Sekunden Zeit. Sie ist ein kleines bisschen schwieriger, weil wir jetzt noch eine kleine Schwierigkeit mit einbauen. Wer am Mittwoch unseren Fußballkindergarten gesehen hat, der hat gesehen, dass wir zwei verschiedene Tricks ganz oft geübt haben. Nämlich einmal den Trick ziehen, Fußwechsel und einmal den Trick ziehen, zurück. Beide Tricks können wir jetzt verwenden, indem wir zur Klorolle laufen, den Trick dort ausprobieren und damit erst die Schatztruhe öffnen. Ich gucke wieder nach, welchen Schatz ich suchen muss. Der Marco gibt mir die Farbe vor. 30 Sekunden. Wir können loslegen, sobald die Mamis, die Papis den Schatz versteckt haben. Marco, hast du schon versteckt? Ich habe schon alles versteckt. Er hat schon alles versteckt. Er ist wie ein Zauberer. Ich mache mich bereit. 30 Sekunden. Du zählst. Welche Farbe? Es geht los. Wir suchen die blauen Steine. Die blauen Steine. Und du hast 30 Sekunden ab. Jetzt. Okay. 30, 29. 28, 27, 26, 25, 24, schaffst du fertig? 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, oh Gott. 15, halt die Zeit. 14, 13, ich halte gar nichts an, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, er hat alle Steine gefunden innerhalb der Zeit. 6 Steinchen. 1, 2, 3. Schau nochmal durch. 4, 5 und die 6. Aber super. Sind alle leer. Alle leer gefunden. Alles geschafft? Ja. Bravo. Klasse. Okay. Super. Willst du es auch probieren, Marco? Natürlich. Okay. Einmal umdrehen, nicht gucken. Jetzt schon umdrehen? Ja, bitte. Okay. Ich muss es ja verstecken. So, nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Augen schließen, wenn es ganz schwierig ist. David schließt schon die Augen. So, fertig, darf ich jetzt? Du darfst. Was muss ich machen? Ziehen zurück oder Fußwechsel? Du darfst ausprobieren, was du willst. Okay, ich habe auch beides gemacht. 30 Sekunden ab jetzt, du suchst die weißen Steinchen. Okay. Und los. 29. Oh, was war das? 28. Da war gar nichts dabei. 27. Oh. Super. 26. Auch nicht. 25. Auch nicht. 24. Auch nicht. 23. Hier, ich habe 22. Perfekt. Und? 21. Ich bin super 20. Schnell. 20. Ich bin super schnell. 19. 18. 17 und wie viel hast du? Ich glaube 2, 4, 5. Tja, okay. Ist das richtig? Das sind 6, die ich da sehe. Alter Zählmeister und passt. Wunderbar. 2 sind 5, ja. Okay. 2, 4, 5. Dann hat der Marco alle 5 gefunden, die versteckt waren. Sehr gut. Sehr gut. Okay, gut. Gut, wir bauen jetzt schnell um, Kinder. Ihr könnt eine Kleinigkeit trinken. Wir sehen uns gleich wieder. Und legen unseren Ball hier auf den gelben Teller.
um zu dem Ball nach oben zu kommen, denn wir starten hier unten, um zum Ball nach oben zu kommen, müssen wir im Krabbenmodus nach oben wandern. Und zwar haben wir immer eine Hand zwischen einer Klorolle und die andere auf der anderen Seite von der Klorolle. Und wir versuchen jetzt immer, zwei Hände in eine Station reinzulegen und mit der nächsten eine Runde weiterzugehen. Also wir halten das und wir gehen jetzt eins rüber und die nächste Hand wandert weiter. Dasselbe machen wir wieder, rüber wandern, wieder halten, rüber wandern, wieder halten. Wir schnappen uns den Ball, der an der Station liegt und laufen zu unseren pinken Tellern rüber und versuchen dort einen ganz besonderen Trick, damit wir den Ball gut aufladen können und fest ins Tor schießen. Also wir laufen zum hintersten Teller, stoppen uns den Ball dort und versuchen jetzt den Ball mit einer Schussfinte zum Teller nach hinten zu ziehen, um dann den Ball in eine gute Position zu bekommen, um ihn ins Tor zu schießen mit unserem linken Fuß. Also wir laufen, setzen unseren Fuß neben den Ball und ziehen den Ball mit unserer Innenseite zurück und schießen den Ball mit unserem linken Fuß ins Tor hinein. Ich zeige es euch nochmal. Wir legen uns den Ball nach vorne hin auf die Startstation, gehen wieder runter, gehen in unseren Krabbenmodus und setzen jetzt die Hände nebeneinander und versuchen über die Klorollen drüber zu wandern. Schnappen uns den Ball mit der Sohle nach vorne, dribbeln zum Teller, stoppen uns den Ball und ziehen den Ball mit einem Kontakt, und zwar am besten mit der Innenseite, hinterm Standfuß vorbei. Also wir gehen, wir ziehen und wir spielen den Ball. Wir stoppen uns den Ball wieder, legen uns den Ball wieder in die Station rein und legen von vorne nochmal los. Sinkt er nicht richtig? Freddy, du musst doch aufpassen, dass der richtig liegt. So, dritte Runde. Wir starten nochmal, jetzt ein bisschen schneller. Und zwar wandern wir nach oben, Schritt für Schritt, und nehmen den Ball mit zum Teller, stoppen den Ball ab und ziehen den Ball mit der Schussfinte zurück und spielen den Ball mit der Innenseite in unser Tor hinein. Drei Runden geschafft. Mein Ziel sind 6 Runden. Ich habe jetzt jedes Mal aufs Tor getroffen mit meinem linken Fuß, Ferdi. Der stark, der linke. Lupf mal. Nein, ich lupfe nicht mit links. So, wir stoppen wieder. Wir starten im Krabbenmodus. Wandern über die Klorollen hinweg. Nehmen uns den Ball mit, hüpfen und ziehen den Ball zurück und spielen den Ball wieder ins Tor hinein. Nehmen den Ball mit, stoppen ihn wieder und wandern wieder nach oben. Wie viel der Durchgang? Vierter? Der vierte. Fünfte. Station. Einmal wandern, einmal wandern, einmal wandern. Nach oben dribbeln, der Ball rollt. Und jetzt versuchen wir das Ganze aus der Bewegung besser zu machen und den Ball ins Tor zu spielen. Ball wieder mitnehmen und wieder hinlegen. So, nächste Station. Starten wieder. Krabbenmodus und wandern. 1, 2, 3, 4, 5. Und nach vorne mitnehmen den Ball. Den Ball wieder hinten durchziehen und den Ball wieder in unser Tor reinspielen. Ball wieder stoppen und den letzten Durchgang versuche ich jetzt nochmal ganz schnell zu machen, dass wir nochmal hochschauen. Also, Krabbenmodus und wandern. Und wandern nach oben. Der Ball liegt in der Position. Wir nehmen ihn mit, ziehen den Ball wieder zurück und spielen den Ball wieder ins Tor hinein. So, Krabbenmodus abgeschlossen. 6-mal aufs Tor geschossen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin sauber am Pumpen, wie ihr seht. So, Kinder, also ganz wichtig bei unserem Krabbenmodus ist, dass wir unseren Hintern nicht durchhängen lassen nach unten, sondern im Idealfall gerade sind. Und für wen das wirklich schwierig ist, schauen wir, dass wir den Hintern wie ein Zelt nach oben rausstrecken. Also, wir haben bitte nicht diese Stellung und lassen den Hintern hinten durchhängen, sondern wir versuchen ihn gerade zu haben oder eben nach oben durchzustrecken. Wenn wir das geschafft haben, können wir dann eben durchwandern. Für wen das noch ganz schwer ist, das zu halten, der kann gern die Knie auch nach unten nehmen, dann haben wir überhaupt kein Problem. Und dann setzen wir die eine Hand zur nächsten und wandern dann eben durch unsere Klorollen im Krabbenmodus durch. Viel Spaß beim Probieren. Jetzt haben wir noch eine Schwierigkeit. Und zwar bauen wir zum Krabbenmodus danach noch was dazu. Ihr schaut bitte alle kurz zu. Ich zeige euch die Übung. Der Ball liegt wieder auf unserem gelben Teller drauf.
Wir gehen wieder in unseren Krabbenmodus, strecken die Füße weg und wandern jetzt nach unten, wo wir vorhin gestartet sind. Stoppen dort und jetzt laufen wir bitte mit zwei Schritten immer über unsere Klorollen nach oben Richtung Ball. Also wir machen 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nehmen unseren Ball wieder mit zum Teller nach oben und machen jetzt unsere Schussfinte wie gehabt weiter und kombinieren das mit einem Fußwechsel. Wir verbinden die zwei Tricks. Also wir setzen unseren Stammfuß neben den Ball, ziehen den Ball zum Teller zurück, wo wir hergekommen sind und machen jetzt den Trick Fußwechsel und spielen den Ball ins Tor hinein. Wir legen nochmal los, legen uns den Ball zum Start und fangen gemeinsam nochmal an. Krabbenmodus, halten und wir wandern nach unten hin zur Startposition von vorhin und laufen mit zwei Schritten über jede Klorolle nach oben hin zum Ball. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nehmen unseren Ball mit zum letzten Teller, machen unsere Schussfinte und ziehen den Ball mit dem Fußwechsel durchs Hütchentor und spielen den Ball wieder ins Tor hinein. Und jetzt versuchen wir alles ein bisschen schneller zu machen bei unserem dritten Durchgang schon. Ball muss liegen, im besten Fall. Wenn er nicht mag, lassen wir ihn. Wir gehen in unseren Krabbenmodus und wandern nach unten, schön langsam und achten auf unseren Hintern. Laufen nach oben schnell mit zwei Kontakten und ziehen den Ball zum Teller rüber. Ziehen den Ball mit der Schussfinte zurück, mit dem Fußwechsel nehmen wir ihn mit und spielen ihn in unser Tor hinein. Und weitermachen wir. Der vierte Durchgang ist passiert. Zwei Aufgaben haben wir noch. Krabbenmodus wieder runter, setzen die eine Hand zwischen die Teller, ziehen die andere nach und wandern nach unten. Laufen wieder auf unseren Vorderfüßen nach oben, nehmen den Ball mit, ziehen den Ball mit der Schussfinte zurück und holen ihn mit einem Fußwechsel durchs Hütchentor und spielen nochmal. Und jetzt nochmal weitermachen. Den letzten Durchgang brauchen wir nochmal. Legen uns den Ball wieder hin. Gehen in unserem Krabbenmodus, ruhen uns kurz aus, gehen in unsere Halterung und wandern 1, 2, 1, 2, wieder nach unten, laufen mit zwei Schritten nach oben, nehmen den Ball mit, ziehen den Ball mit der Schussfinte, mit dem Fußwechsel und spielen den Ball wieder in unser Tor hinein. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß und jetzt könnt ihr noch mal einen Schluck trinken. Wir bauen noch mal um und dann kommt der Ferdi noch mal mit einer Übung. Zur dritten Übung heute, die wird ein kleines bisschen schwieriger, weil wir auch zwei neue Tricks dazu üben. Das Spiel heißt Weg von der Schlange. Die Schlange seht ihr hier in dem kleinen Aufbau. Ihr könnt wieder benutzen, was ihr wollt. Topflappen oder T-Shirts oder irgendwelche Cappies, irgendwas, was eine schöne, bunte, geschwungene Linie darstellt. Das ist der Schwanz unserer Schlange. Hier vorne habe ich zwei kleine Klopapierrollen hingelegt.
Das sind die Zähne von der Schlange. Da müssen wir nachher auf jeden Fall wegkommen, dass wir nicht gebissen werden. Hier geht es dann weiter zu den nächsten beiden Hütchen und hier geht es dann zurück ins Tor. Bei den Zähnen der Schlange und vorne bei den anderen beiden Hütchen machen wir einen neuen Trick und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Okay, wir machen es schön langsam. Am Anfang stehen wir am Schwanz der Schlange. Die Schlange fuchtelt immer aus mit ihrem Schwanz und versucht uns zu treffen. Wir versuchen drüber zu hüpfen, damit die Schlange uns nicht an den Fuß erwischt. Okay, und wir nicht das Stolpern haben. So, das heißt, hier hüpfen wir immer schön über die Schlange drüber. So, gesagt, getan, ganz einfach. So, wichtig ist, dass ihr mit einem Fuß springt, ja, weil die Schlange dann natürlich auch nur einen Fuß im Zweifel erwischen könnte. Der andere Fuß bleibt schön in der Luft. Den Ball haltet ihr in der Hand. Erst wenn ihr fertig seid und mit einem Schwanz fertig seid, könnt ihr den Ball auf den Boden legen. So, Dropkick stoppen. Jetzt ist der Ball und mein Fuß ganz nah an den Fangzähnen der Schlange. Da wollen wir jetzt wegkommen. Okay? Das heißt, wir ziehen den Ball mit der Fußsohle in die Richtung der roten Hütchen. Und damit die Schlange ganz verwirrt wird, steigen wir auch noch mit dem linken Fuß einmal über den Ball drüber. Also, wir ziehen mit der Sohle nach rechts und wir stolpern mit dem linken Fuß einmal nach vorne. So, jetzt rollt der Ball zu den rosaroten Plättchen. Wir machen denselben Trick nochmal. Wir ziehen den Ball in Richtung Türchen und stolpern mit dem linken Fuß nach vorne. Beim Umdrehen dürfen wir aufs Türchen schießen. Alles klar? Verstanden? Wir probieren es einmal langsam aus. Ball in die Hände. Wir starten am Schwanz der Schlange. Ich nehme meinen rechten Fuß. Ihr dürft aber auch euren linken Fuß hernehmen. Das könnt ihr ausprobieren, wie ihr möchtet. Okay. Ball gut festhalten. Los geht's. Hopp, 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 hopp. Ball Dropkick stoppen. Und jetzt kommt die Schlange. Achtung. Weg vom Maul ziehen den Ball. Ziehen mit dem anderen Fuß nach vorne stolpern. Weiter geht's. Ziehen, nach vorne stolpern und spielen aufs Tor. Jeder gesehen? Und wir holen unseren Ball wieder und beginnen von vorne. Diesmal könnt ihr auf dem anderen Fuß hüpfen. So, Alex, hopp, 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 hopp. Den Ball Dropkick stoppen, weg vom Maul ziehen, mit dem rechten Fuß, mit dem linken nach vorne und den Ball zwischen den Beinen durchlassen. Jetzt ist die Schlange total verwirrt. Wir laufen rüber zum nächsten, wieder den Ball ziehen, mit dem linken Fuß drüber stolpern und wieder spielen. Und die nächste Runde. Ich nehme wieder meinen rechten Fuß und los geht's. Hopp, 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 zapp, 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 zapp. Dropkick stoppen, Achtung, die Schlange kommt und ziehen, drüber stolpern, ziehen, drüber stolpern. Und linker Fuß schießt den Ball wieder aufs Tor. Ich warte kurz, gebe euch ein bisschen Zeit. Und mein linker Fuß ist dann wieder dran. Okay, alle wieder am Start, alle wieder am Schwanz der Schlange. Und weiter geht's. Nächste Aufgabe, nächste Runde. Hopp, 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 hopp. Dropkick stoppen und Achtung, da ist die Schlange. Ziehe, drüber stolpern. Ziehen, drüber stolpern und spielen. Okay, jetzt ist sie schon ganz schön verwirrt, die Schlange. Kennt sich nicht mehr aus, ist ganz schön, dreht sich permanent im Kreis. Das müssen wir jetzt ausnutzen, denn wir haben nämlich noch einen kleinen Schatz, den wir nach Hause bringen müssen. Das heißt, wir nehmen jetzt zusätzlich zum Ball noch eine Toilettenpapierrolle in die Hand. Es ist die Maus. Die Schlange ist ja normalerweise die Maus und auch die Maus bringen wir jetzt zurück in unser Türchen. Alles klar? Die Maus darf man erst absetzen, wenn man den Ball ins Tor gespielt hat. Wir müssen 5 Mäuse von der Schlange wegbringen, ohne dabei von der Schlange erwischt zu werden. Alles klar? Seid ihr soweit? Ich beginne mit dem rechten Fuß und los geht's. Hopp, hopp, zapp, 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 zapp. So, Dropkick stoppen. Ziehen, drüber stolpern, ziehen, drüber stolpern, den Ball ins Tor spielen und die erste Maus ins Haus reinlegen. So, und dann geht's wieder rüber.
schnell die zweite Maus, den Ball aufnehmen, schauen, dass ich alles beides gut festhalten kann, linker Fuß und hopp, 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 Ball hinlegen und die Stange kommt, ziehen, drüber, hopp, ziehen, drüber und den Ball ins Törchen spielen, die Maus zur zweiten dazu. So, und wir flitzen wieder nach Hause. Die dritte Maus muss nach Hause gebracht werden. Rechter Fuß wieder und los geht's. Hopp, 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 hopp. Dropkick stoppen und weg den Ball, mit drüber stolpern. Wieder weg den Ball ziehen, mit drüber stolpern, reinspielen und die Maus nach Hause bringen. Und zwei Mäuse haben wir noch. Auf geht's, Kinder, habt ihr noch Kraft? So, euer linker Fuß ist, glaube ich, wieder dran. Und los geht's. Hep, 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 hep. Dropkick stoppen und da kommt die Schlange. So, ziehen, stolpern und Achtung, schnell. Ziehen, hoppala. Ziehen, stolpern, spielen und die Maus nach Hause bringen. So, und auf geht's. Letzte Maus, letzter Fuß und eins, zwei, hopp, zopp, 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 zopp. Dropkick stoppen und noch einmal weg von der Schlange. Ziehen, drüber stolpern, aufhalten den Ball. Ziehen, drüber stolpern und spielen und schnell die Maus nach Hause und geschafft. Alle Mäuse sind wieder im Loch, die Schlange ist leer ausgegangen. Wir haben sie ausgetrickst, Ella Ledge, sehr gut gemacht. Ihr könnt noch mal ganz kurz ausruhen oder den Trick üben und wir sehen uns gleich zur zweiten Variante. Aufgabe für heute. Wir packen uns nochmal die Schlange. Jetzt müssen wir versuchen, ganz, ganz, ganz leise und sanft über die Schlange drüber zu balancieren. Ja? Das heißt, diesmal tricksen wir sie aus, indem wir nicht über sie drüber hüpfen, sondern wir halten unseren Ball fest und schleichen über die Schlange drüber. Hier vorne ist ihr Kopf, da müssen wir den Ball wieder in Sicherheit bringen. Auch vorne bei den anderen beiden Hütchen mit demselben Trick, den wir jetzt ein bisschen verändern. Ich zeige euch gleich, wie es geht. Und vor allem, wie wir am Anfang über die Schlange drüber schleichen. So, wir fangen am Schwanz an und gehen immer ganz leise und gebückt auf den Zehenspitzen über die Schlange drüber. Und wir dürfen auf gar keinen Fall hier auf die Seite, weil sonst schreckt die Schlange auf und weiß genau, wo wir sind. Und dann kann sie uns beißen. Also, das heißt, am Anfang ganz langsam, wer dann schon der absolute Schleichmeister ist, der darf dann auch ein bisschen schneller über die Schlange drüber flitzen. Wir fangen mal ganz langsam an. Schaut, dass ihr nicht auf die Seite kommt, sonst macht sie auf die Schlange. Also, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
runterhüpfen, jetzt ist sie wach geworden und den Ball wieder weg in Sicherheit bringen, weg in Sicherheit bringen und spielen. Alles klar. Gut. Habt ihr fleißig geübt? Ich glaube schon, weil jetzt müssen wir unsere Mäuse wieder ins Mäusehaus zurückbringen. Alles klar? Das heißt, wir nehmen den Ball in die Hand. Ups. Nehmen die erste Maus. Und dann kann es losgehen, wenn ihr bereit seid. Auf die Plätze. Maus gut in der Hand, Ball gut in der Hand. Und ganz leise. Los geht's. Über die Schlange drüber schleichen. Weg von der Schlange. Jetzt ist sie aufgemacht. Ball runter. Habt den ersten Trick. Und habt den zweiten Trick. Wir spielen den Ball ins Tor und legen die Maus nach Hause. Ball in die Hand. Wieder ganz leise anschleichen. Die zweite Maus. Und langsam drüber. Und leise. Und jetzt hüpfen wir runter. Die Schlange ist aufgewacht. Hochspringen den Ball unter dem Fuß durchspielen. Hochspringen den Ball und dann durchspielen. Spielen ins Tor. Maus nach Hause bringen. Und schnell den Ball wiederholen. Und die dritte Maus muss gerettet werden. Wir schleichen uns wieder an die Schlange rein. Und 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Runterhüpfen. Oh, die Schlange ist wach geworden. Und rechte Fuß in den Seite. Spielt den Ball unter den linken Fuß durch. Und wieder. Hep, hep. Und wir spielen den Ball aufs Tor. Und wir haben die dritte Maus gerettet. Puh, ganz schön anstrengend. Jetzt kommt die vierte Maus. Und wieder leise anschleichen. Los geht's. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, oh. Schlange ist wach geworden. Ball auf dem Boden. Die Maus beschützen. Den Ball beschützen. Und weiter geht's. Hep, hep und aufs Tor spielen. Sehr gut gemacht, Kinder. Und Leute, los geht's. Letzte Maus. Die haben wir hier. Auch die müssen wir nach Hause bringen. Und noch einmal alles raus. Und ganz leise sein am Anfang. 2, 2, zap, 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 zap. Runterspringen. Schlange ist wach geworden. Und jetzt ab. Erster Tritt mit dem rechten Fuß. Zweiter Tritt mit dem rechten Fuß. Wir spielen ins Tor. Und haben die Maus nach Hause gebracht. Puh, alle Mäuse gerettet. Zwei neue Tricks gelernt. Die böse Schlange haben wir gar nicht getroffen. Sehr gut, alle Füße sind gesund. Ich hoffe auch weiterhin alle Vasen und Porzellanteller im Schrank. Ihr habt es richtig, richtig cool gemacht, Kinder. Ihr könnt jetzt noch ein kleines bisschen üben. Und wenn ihr fertig seid, nicht vergessen, Sachen aufräumen. Gut gemacht. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin eine schöne Woche und schön gesund bleiben. Macht's gut. Ciao.